Dieser Geruch, Freunde, der riecht wie Ammoniak. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sehe aus wie so ein kleiner Ninja-Turtle, aber die schwule Version davon. Freunde, guess what? Ich glaube, ihr habt es schon mitbekommen. Aber wenn jetzt alles gut geht, ziehen wir bald um. Und das ist natürlich die Neuigkeit schlechthin. Und ich bin emotional immer schon sehr, sehr aufgeregt und probiere alles so schnell wie möglich vorzubereiten. Und ich hätte am liebsten schon alles zusammengepackt und Wäsche umgezogen. Geht natürlich alles nicht so schnell und ist auch natürlich alles nicht so einfach. Aber ich dachte mir, um ein bisschen Platz zu schaffen, ist es wieder Zeit für ein Aufgebraucht-Video. Und diesmal habe ich wirklich extrem, extrem viele Produkte hier. Ich habe richtig Gas gegeben. Ich hatte euch ja in den letzten Aufgebraucht-Videos immer gesagt, dass sich vieles dem Ende neigt. Und es hat sich jetzt alles dem Ende geneigt. Ich habe sehr viel Make-up, auch noch von letztem Mal, was ich letztes Mal vergessen hatte. Und ich würde vorschlagen, wir starten einfach. Falls euch diese Art von Content Spaß macht, falls ihr darauf Lust habt, dass ich das öfter mache, dann lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und abonniert unbedingt meinen Kanal. Ich probiere jetzt den Content immer so ein bisschen darauf anzupassen, was ihr wirklich wollt und worauf ihr Lust habt. Und die Aufgebraucht-Videos, die kommen bei euch immer super gut an. Deswegen dachte ich mir, komm, ich habe meine Mülltüte hier oben. Wir haben den ganzen Müll hier. Ich habe kein Konzept. Ich fange aber mit der Schublade an. Als allererstes habe ich hier auch schon ein Puder. Das ist das von Sensai. Ihr seht, da ist noch ein bisschen was drin. Allerdings ist das schon vor Monaten aufgebraucht gewesen. Ich hatte das vergessen. Ich habe da eine eigene Pudermischung angemischt gehabt mit verschiedenen losen Pudern, die ich gerne mochte. Das war noch vor meinem eigenen mit River Loves Me. Und das hat mir gar nicht gefallen, was ich hier angemischt hatte. Und ich habe es probiert, wirklich aufzubrauchen. Es waren viele Puder, die ich so oder so schon nicht mochte. Und ich dachte mir, oft ist es so, wenn ich ganz, ganz viele verschiedene Produkte, die ich nicht mag, zusammenmische, entsteht manchmal etwas, was ich gerne mag. War in dem Fall nicht so. Das Sensai Puder an sich war aber oder ist immer noch eins der besten Puder aus dem High-End-Bereich, was ich auch immer wieder nachkaufen würde. Mache ich jetzt erstmal nicht. Wir müssen jetzt auch ein bisschen das Geld zusammenhalten. So ein Umzug ist nicht günstig und ich dachte mir, ich habe so viele Produkte, die ich gerne aufbrauchen möchte. Und wenn ihr wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Kommen in den nächsten Wochen dann auch Videos wie: Wir sortieren nochmal die Schminkkollektion aus. Ich verschicke Produkte, die ich vielleicht ein, zwei Mal benutzt habe, einfach an euch, weil ich einfach das nicht alles mit ins neue Haus nehmen möchte. Und auch so Produkte, die ich hier angesammelt habe, wo ich gedacht habe, ja, das teste ich vielleicht irgendwann mal, mache ich eh nicht. Ich habe mittlerweile so meine festen Produkte, die ich benutze und deswegen schreibt mir gerne, ob ihr darauf Lust habt. Das Puder würde ich tatsächlich aber wieder nachkaufen. Weiter geht es mit Concealern und da habe ich wirklich eine Menge aufgebraucht. Ich hatte im Herbst letzten Jahres mir ganz, ganz viele verschiedene Concealer gekauft, um wirklich verschiedene aus dem High-End oder mittleren High-End-Bereich zu testen. Das war einmal der Multitask Superstar Concealer von Kimchi Chic. Ein fantastischer Concealer. Das ist so ein Drag-Make-up-Level Deckkraft-Concealer. Liebe ich. Allerdings, irgendwann ist der so ein bisschen gekippt und dann habe ich gemerkt, immer wenn ich den benutzt habe, haben meine Augen angefangen zu tränen. Ich hatte den in der Farbe Light Amber, hatte so einen leichten Rosé-Touch, aber wunder, wunderschön. Große Empfehlung. Ein Deo, was ich immer, kennt ihr mittlerweile aus den Hauls, ist das Dove Men Plus Care Clean and Comfort Deo. Kaufe ich immer wieder nach. Ich brauche ungefähr zwei im Monat ungefähr. Ich lasse dann aber immer nur eins, glaube ich, hier in den Verpackungen. Ja, in der Kiste. Ja. Clean and Comfort. Passend dazu auch das Duschgel. Das war jetzt die große Verpackung. Was mich daran so ein bisschen stört, ich habe jetzt aber das System gedribbelt. Wenn man das so rausdrückt, dann entsteht ein Unterdruck. Und irgendwann ist da so viel Unterdruck drin, dass man das Produkt nicht mehr rauskriegt. Und mittlerweile habe ich es verstanden. Und immer wenn ich was rausdrücke, dann drücke ich, drehe die Flasche und drücke entgegengesetzte Richtung, dass wieder Luft reinkommt. Und dann kriege ich auch das ganze Produkt raus. Sonst war es immer so bei den Flaschen, weil die halt auch sehr, 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 sehr fest sind, dass ich da nicht alles rauskriege, was halt recht schade ist. Das habe ich aber, ich glaube, bei DM gekauft oder so, die große Version. Super gut, kaufe ich immer wieder. Was mir persönlich richtig, richtig gut gefallen hat, war das Winter Fairy Tale Pflegedusche von Tracl Moon. Das roch
fantastisch. Ich weiß nicht, ob das aus diesem oder aus dem letzten Jahr noch war. Ich habe halt mittlerweile durch diese ganzen Live-Halls und DM- und Rossmann-Halls ganz, ganz viele verschiedene Duschgele offen und probiere mich da so ein bisschen aus. Die Tracklemoon-Dinger sind aber gut. Sie sind natürlich ein Stückchen teurer. Ich erinnere mich, als ich angefangen habe mit YouTube und bei meinem Onkel noch gewohnt habe, gab es immer nur ein DM bei ihm in der Nähe. Und ich hatte kein Geld, um mir ein U-Bahn-Ticket zu kaufen und habe mir dann immer eine Kurzstrecke genommen. Und die hat nur 1,40 gekostet. Und dann bin ich immer in den Bus mit meinen 3 Stationen Kurzstrecke zu DM gefahren und habe mir dann immer, ihr müsst mal gucken auf meinem Kanal, wenn ihr die Videos rückwärts sortiert, von alt nach neu, dann seht ihr halt immer, da habe ich ein ganzes Video zu, weiß ich nicht, einem Duschgel gemacht oder einem Bodyspray oder einer Highlighter-Palette von Essence, die mit den 3 verschiedenen Farben. Ja, aus der Zeit ist Track and Moon noch. Aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es roch halt schön winterlich. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Im Winter habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, da brauche ich doch dann mal so einen anderen Duft. Aus der Kategorie Make-up, wo ich echt traurig bin, ist von NARS. Das ist das Air Matte Blush in der Farbe Hush. Ich habe das zweimal benutzt und ich weiß nicht, also die Farbe hat sich ein bisschen verändert. Sie sieht recht kühl aus. Es riecht ein bisschen unangenehm und es war ganz, ganz fleckig. Ich glaube auch, das ist schlecht geworden. Das ist halt echt das Problem, was ich hier mit Make-up habe. Ich probiere es einmal aus, gehe da mit dem Finger, mit dem Pinsel, mit irgendwas rein, stelle es dann für 2 Jahre lang wieder in den Schrank und dann vergammelt es. Sehr, sehr ärgerlich. Die NARS Blushes sind aber sehr, sehr gut. Ihr kennt den Liquid Blush, den ich eigentlich jeden Tag benutze. Ein Skincare-Produkt von Shenya Incipedia. Die hat ihre eigene Make-up-Marke rausgebracht. Das ist das Gesichtswasser mit Ektoin und Panthenol. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Vor allen Dingen im letzten Sommer habe ich das oft benutzt, um. Wenn ich nicht so viel Make-up getragen habe oder gar kein Make-up getragen habe und es so super, super heiß war, ich Rasierpickelchen hier hatte, durch Schwitzen oder so, ein bisschen rauf, das Panthenol beruhigt. Shenya hat ihre eigene Hautpflege-Brand. Sehr, sehr große Empfehlung. Weiter geht es mit einem Bronzer und ich glaube, ich hatte ihn euch schon mal in einem Aufgebraucht gezeigt. Habe ich dann aber doch nicht gemacht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Das ist hier von Too Faced, der Chocolate Bronzer. Das war mein allererstes High-End-Produkt. Und ich weiß nicht, wie sie das geschafft haben, dass dieses Ding einfach nicht schlecht wird. Es riecht immer noch wie am Anfang. Es ist, glaube ich, auch eins der wenigen Produkte, wo ich wirklich Hit the Pan habe. Aber es ist Zeit, sich davon zu verabschieden. Einer der schönsten Bronzer, die es damals gab. Auch heute noch ein Favorit. Wenn ich den irgendwann mal wieder finden würde, für einen guten Preis, würde ich ihn, glaube ich, auch wieder kaufen, so aus Nostalgiegründen. Aber sehr, sehr gut. Ein unangenehmes Thema sind Füße. Und ich weiß nicht, was los ist. Ich hatte nie Probleme mit meinen Füßen. Aber seitdem ich regelmäßig laufen gehe und mich besser ernähre und mehr Sport mache wieder und ach, den ganzen Kikifax, habe ich das Gefühl, dass meine Füße super, super trocken geworden sind. Und da hatte ich mir von Rossmann diese Fußurea-Fußmaske in Socken mitgenommen. Die fand ich grandios. Ich lasse die dann länger als 15 Minuten dran. Meistens schlafe ich damit und wache dann auch wieder auf. Massiere mir das dann ein und die Füße waren buttersoft. Also ich muss sagen, dass die Balea und Isana-Produkte, die Eigenmarkenprodukte von den Drogerien, mittlerweile so gut sind, dass es fast eigentlich keinen Unterschied macht, die teuren Produkte aus der Drogerie zu kaufen. Was ich wieder leer gemacht habe, und das war jetzt dann auch das Letzte, ist das Anastasia Beverly Hills Brow Freeze. Liebe ich, habe ich oft mit euch darüber schon geredet, wie gut ich dieses Produkt finde. Allerdings, ich weiß nicht, was das Problem da ist. Entweder ich mache es nie richtig zu oder irgendwas. Das ist jetzt, glaube ich, das Dritte, was ich habe. Ich benutze das ja auch sehr oft, aber ich habe jetzt das von Elf und das erfüllt genau denselben Zweck. Alright, wir machen mal ein bisschen weiter hier. Ich habe hier von W5, ist glaube ich Lidl-Eigenmarke, feuchte Allzwecktücher. Damit mache ich immer so hier oben meinen Tisch, meinen Computer, so ein bisschen die Lampen abstauben. Ihr werdet sehen, wenn ich mit euch das Studio hier ausräume und das neue einräume, das wird noch ein bisschen dauern, aber wie viel Schmutz Make-up produziert. Dadurch, dass ich halt sehr viel Zeit hier oben verbringe, fällt mir das immer nicht so auf. Und dann komme ich hier hoch, wische hier ab und dann ist das ganze Tuch ist dann voll mit Puder und Foundation. Und jetzt habe ich ja dieses Bein-Foundation von Art Deco, die ich regelmäßig benutze.
muss man halt regelmäßig sauber machen. Ne? Aber dafür sind sie gut und auch fürs Auto. Hier geht es jetzt mal ein bisschen weiter. Ich habe hier sämtliche Liquid Lipsticks von Jeffree Star. Die sind jetzt schon so oll und die haben sich auch schon alle so auseinandergesetzt. Und das sind halt jetzt auch keine Farben, die ich benutze. Okay, ich trage heute Neongrün auf dem Auge. Ne? Aber also Qualität der Dinger sind gut, kann man nicht leugnen. Will ich aber auch nicht viel zu sagen. Letztes Mal, als ich ein Produkt benutzt habe, obwohl ich dafür gar nichts konnte. Das riecht auch nicht mehr so gut. Wurde ich extrem gelüncht. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Es war in einer Mystery Box mit drin und ich habe es halt benutzt, weil es in der Mystery Box drin war und ich eine Challenge hatte. Und da wurde ich halt echt ein bisschen doof angegangen. Ich kaufe die Sachen nicht mehr, ich zeige sie euch nicht mehr. Die kommen jetzt weg. Dann habe ich weggemacht jetzt, aussortiert, weil ich es einfach nicht mehr benutze, ist von Claire's die Fundamental Water Oil Drop. Das ist ein Skincare-Produkt aus, ich glaube, Korea oder Japan. Hat mir gut gefallen. Ist ganz verrückt, weil du denkst, es ist Wasser und dann gibst du es dir ins Gesicht und das ist wie Öl. Die Viskosität ist ganz besonders. Wow. Bin schon wieder hier Profi im Beschreiben. Hat mir gut gefallen, um so Gesichtsmassagen zu machen mit meinem Gua Sha Stein, der jetzt eine neue Verpackung bekommen hat von Giacomo bzw. Magiamo Skin. Hat mir gut gefallen. Ist jetzt aber Zeit, dass es weggeht, weil das ist auch so schwer. Ich benutze es nicht mehr und ich habe jetzt meine neue Pflegeroutine. Tschüss. Concealer habe ich hier. Zwei von NARS. Das sind die Creamy Radiant Concealer. Das sind einer der schönsten High-End-Concealer, also wirklich High-End-High-End-Concealer. NARS macht ganz besondere Creme-Produkte, muss ich sagen. Also mit den Puderprodukten von NARS findest du auch, weiß ich nicht, findest du auch in der Drogerie bessere. Die Foundation und die Concealer sind fantastisch. Ich habe nur ein bisschen das Problem, dass sie sehr schnell creasen bei mir unter den Augen. Ich habe die aber benutzt mal bei einem, war das sogar der Commercial-Shoot-Dreh von der Rossmann-Kampagne, ich glaube sogar. Da hatte ich meine Foundation vergessen. Da nehme ich mit einen Concealer und musste dann mein komplettes Make-up mit diesen Concealern machen. Deswegen sind sie halt jetzt auch leer. Super gute Concealer. Also wenn ihr High-End-Concealer sucht, NARS Creamy Radiant. Ein weiteres Duschgel, das habe ich jetzt noch aus dem Sommer. Das habe ich lange nicht mehr benutzt. Coconut and Water Papaya Nature Paradise. Ich glaube, das war ein DM-Produkt. Ich weiß es gar nicht. Aber es war gut. Also es roch gut, es hat schön geschäumt. Ich hatte so ein... Nee, das ist ein Schaum. Ach Gott, das ist ein Schaum. Ich bin so ein Idiot, ne? Ich habe das die ganze Zeit als Duschgel benutzt. Und ich meine, es steht dick und fett Shampoo drauf. Nun gut, also als Duschgel hat es funktioniert. In den Haaren habe ich es nicht einmal probiert. Riecht aber gut. Dann habe ich hier einen Tester von Fresh. Das war bei einer Sephora-Bestellung mit dabei. Das war eine Maske. Die fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht so spannend. Ich glaube, das ist das Problem bei diesen Testern immer. Wobei, einmal habe ich einen Tester bekommen und habe mir sofort die Full-Size-Größe danach gekauft. Ich habe mit Fresh ehrlich gesagt noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt. Es sollte die Haut, den Skintone ausebnen und die Textur so ein bisschen weich zeichnen. Habe ich jetzt bei diesen 4 Milliliter oder was ist hier drin? Ja, 4 Milliliter, nichts von gemerkt. Mir reichen diese Tester als Maske auch immer nicht. Was jetzt auch wegkommt, ist von Anastasia Beverly Hills das Soft Brown Brow Powder Duo. Das hat so ein Hardpan bekommen, dass ich da jetzt kein Produkt mehr rauskriege. Ich benutze auch keine Augenbrauenpuder mehr und deswegen kann das weg. Es war aber halt eine schöne Zeit mit Anastasia Beverly Hills. Ein Shampoo, was ich gefühlt einmal im Monat habe ich das Gefühl, dass mein Körper sich so komplett von sich selbst trennt. Und dann habe ich auch mal echt ein paar Schüppchen. Und dafür benutze ich das. Das hält dann immer ein Jahr. Wie gesagt, einmal im Monat, vielleicht auch 2 Jahre. Wirksam und sanft in Apple Fresh. Ich liebe den Geruch. Ich muss aber sagen, dass Head & Shoulders wirklich, wirklich teuer ist. Ich meine, das ist ein Shampoo. Und das ist kein High-End-Shampoo. Aber es ist gut. Ja, kaufe ich nach. Kaufe ich nicht nach. Ich habe nämlich noch ein anderes. Das wollten wir noch testen, aber ich wollte, dass wir jetzt erstmal hier ein bisschen Platz haben. Ein Duftstecker, der war von Dumol, Perfume and Style Be Happy. Den fand ich jetzt nicht so krass. Ich glaube, ich habe den aber auch einfach falsch irgendwo hingestellt. Der stand hier oben und hier oben ist halt so loftartig. Ne? Hier ist, also ich habe hier keine Tür. Ich glaube, da ist es verzogen. Hat jetzt vielleicht einen Monat gehalten, dann war es auch leer tatsächlich, aber war okay.
eine Creme, die ich wirklich aufgebraucht habe, allerdings nicht im Gesicht. Das ist die Charlotte Mehnsen Kräuter Vital Kosmetik. Die habe ich von Thiemann mal bekommen. Aqua Minerals, 24 Stunden Feuchtigkeitscreme. War ganz gut, die ist mir aber im Gesicht nicht schnell genug weggezogen. Und hat sich bei mir im Bart immer so ein bisschen festgesetzt. Habe ich als Handcreme benutzt, dafür war sie gut. Sehr, sehr hochwertig tatsächlich und auch wirklich nicht teuer. Kräuterkosmetik, Naturkosmetik, nicht teuer, Charlotte Mehnsen. Beauty Sponges, die jetzt wegkommen. Ich probiere mittlerweile echt regelmäßig meine Schwämme zu erneuern. Ich habe ja recht viele hier. Ich habe noch alte von mir und Lovia. Ich habe die von Beauty Bakery, die ich super gerne benutze. Wenn ihr wollt, bringe ich mit Giacomo Cosmetics nochmal welche raus. Ich weiß aber nicht, ob ihr darauf steht. Schreibt es mir gerne mal. Das war der aus der Totally Plastic AE von BH. Fantastisch. Auch der hier von Real Techniques war sehr, 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 sehr gut. Es sind Beauty-Schwämme. Ich weiß nicht, merkt man da große Unterschiede? Heutzutage sind die ja alle wirklich sehr, sehr gut. Ein Trash-Produkt. Ganz dramatisch, ganz dramatisch. Und ich war so enttäuscht. Fenty Beauty. Das war wirklich das erste oder das zweite Fenty Beauty-Produkt, was furchtbar war. Das ist dieses recht neue Pre-Show-Glow. Ich habe es weggeschüttet, weil das widerlich war. Das ist so ein Produkt, da war auch so ein Schwamm dabei und dann kannst du dir das vor Make-up die Haut so ein bisschen runterrubbeln. Dieser Geruch, Freunde, das riecht wie Ammoniak. Wenn ihr euch die Haare färbt, dieser Geruch, so riecht das. Und das möchte ich nicht in mein Gesicht sprühen. Und da war ich super enttäuscht, weil ich die Fenty Skin Produkte liebe. Das war wirklich furchtbar. Furchtbar. Ich habe es weggeschüttet. Und das mache ich persönlich nicht so gerne, Produkte wegschütten. Ich finde, das ist immer eine totale Verschwendung. Aber hier muss es sein. Mittlerweile das dritte, was ich selber aufgebraucht habe, das Holy Grails Puder in Zusammenarbeit mit Rival Loves Me. Es blutet mir immer das Herz. Ich habe jetzt, glaube ich, selber noch 6 Stück hier. Ich will sie nicht benutzen hier in den Videos, weil ich dann Angst habe, dass ihr dann traurig seid, wenn ihr sie nicht mehr bekommt. Aber ich will sie auch nicht wegmachen, ich will sie aber auch nicht vergammeln lassen. Es ist für mich das beste Puder in der Drogerie gewesen und immer noch und einen ganz großen Platz in meinem Herzen. Die schönste Foundation überhaupt aus dem High-End-Bereich für mich bis vor kurzem war die Forever Skin Glow Foundation von Dior. Die hat jetzt auch ewig gehalten und ich habe neulich mal in meine High-End-Foundation-Schublade geguckt. Ich habe 7 Backups davon. Von derselben Foundation, von derselben Farbe. Und ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil ich immer gedacht habe, oh, die ist bald leer, bestelle ich nach. Und dann packe ich sie da rein. Und dann vergesse ich es, weil die hat Ewigkeiten gehalten. Also ihr werdet mich die nächsten 17 Jahre wahrscheinlich nur noch diese Foundation tragen sehen. Hat jetzt über ein Jahr gehalten. Ich habe die Farbe 2N Top Foundation aus dem High-End-Bereich. Wirklich. Auch ein Concealer, der jetzt wegkommt, ist der Tarte Shape Tape. Auch der ist jetzt irgendwann durch gewesen. Da merkst du dann irgendwann, dass der dann so ein bisschen kribbelt auf der Haut. War ein guter Concealer. Der hat uns wirklich in den letzten 5 Jahren im Make-up-Bereich wirklich viel Freude bereitet. Mittlerweile gibt es aber so viele gute Alternativen aus der Drogerie. Und werdet ihr bald sehen. Ein Lippenprodukt von Morphe hat jetzt auch Ewigkeiten gehalten. War ein Liquid Lipstick. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Farbe. Ich glaube, in Chestnut oder so. Auch der ist jetzt gekippt. Irgendwann riecht man das. Riecht gerne mal an euren Lippenprodukten regelmäßig. Aufgabe für euch. Heute Abend, morgen früh, am Wochenende, geht durch eure Schminksammlung und riecht an jedem Produkt. Und wenn ihr nur das leiseste Gefühl habt von, ist nicht mehr so gut, werft das bitte weg. Ihr tut euch nichts Gutes damit. Genauso wie dieser Lippenstift von Nabla. War eine schöne Farbe, habe ich nie benutzt und jetzt hat er so weiße Stippchen dran und da bin ich dann doch immer so ein bisschen vorsichtiger. Das ist bei Cremeprodukten passiert das wesentlich schneller als bei Puderprodukten, deswegen sorry Nabla, du darfst gehen. Das Ding ist jetzt glaube ich 6 Jahre alt. Nivea Man Sensitive Rasierschaum benutze ich gefühlt alle 6 Wochen einmal und dann hält das auch ewig. Ist okay. Ich mag den Duft ganz gerne. Eine Dusche habe ich aufgebraucht von Isana. Vielleicht erinnert ihr euch an den Haul. Das war aus der Sweet as a Peach Reihe. Ich habe die einmal als Dusche benutzt. Da hat sie mir nicht so gut gefallen. Aber dann habe ich die als Pinselseife benutzt. Freunde, die Pinsel waren sehr, sehr sauber. Vor allen Dingen die Letizia und Maxim Pinsel, die ja aus den synthetischen Haaren sind, hat das wirklich super, super gut sauber gekriegt. Als Dusche,
Es hat so einen seifigen Film hinterlassen auf der Haut und das hat mir nicht so gut gefallen. Als Pinselseife war das aber gut und roch sehr gut. Ein Parfum habe ich aufgebraucht von Larisee tatsächlich. Das ist die 427, lasst mich raten, das ist Bleu de Chanel, liebe ich. Ich habe mittlerweile fünf Backups davon, seht ihr immer bei Instagram und bald habe ich auch wieder einen Larisee-Code für euch. Das war ein großer Reinfall hier. Das war das Isana Professional Kaschierendes Ansatzspray. Ich habe ja sonst das immer von L'Oréal, das kostet 6 Euro, ist echt schweineteuer. Aber Freunde, ich sehe 5 Jahre jünger aus, wenn ich keine Mütze aufhabe. Wirklich. Das hat mir nicht gefallen. Das hat gekrümelt, das hat gestaubt und das ist immer so ein bisschen ins Gesicht gebröckelt und war auch zu dunkel. Kann man damit Freckles machen? Lieber nicht. Okay. Ein Produkt, große Empfehlung, habe ich auch schon wieder nachgekauft. Nee, habe ich noch nicht nachgekauft, wollte ich mit euch beim nächsten Live-Haul machen. Ist das Balea Tiefenreinigungsshampoo. Sehr, 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 sehr gut. Probiert mal Tiefenreinigungsshampoos aus. Vor allen Dingen, wenn ihr viele Pflegeprodukte in euer Haar macht. Das zieht alles aus euren Haaren raus. Das ganze Haarspray, Puder, Hitzeschutz, alles Mögliche. Und eure Haare sind danach butter, butter weich. Dann eine Spülung rein und dann ist das wirklich toll. Hat sehr, sehr gut funktioniert und super günstig. Auch leer ist, muss ich mal wieder nachbestellen, ist von Ahuhu das Organic Hair Koffein Thickening Tonic. Sehr, sehr gutes Produkt. Das sorgt so ein bisschen dafür, dass die Haare ein bisschen besser beim Wachsen unterstützt werden. Ich weiß nicht, ob es wirklich das Wachstum unterstützt. Ich mochte den Geruch aber und ich mochte das Gefühl auf der Kopfhaut. Das hat so ein bisschen gekühlt und ich hatte das Gefühl, ich glaube an Placebo ganz, ganz doll. Und wenn ich mir einbilde, dass die Haare besser wachsen und fester wachsen, funktioniert gut, würde ich mir immer wieder nachkaufen. Und die ganze Thickening-Reihe von Ahuhu ist auch sehr, sehr gut. Code für Asam habe ich auch schon. April-YouTube, glaube ich, oder so. Aber bestimmt. Eine Maske habe ich aufgebraucht von Pilor. Die fand ich nicht so gut. Habe ich raufgeschrieben? Nee. Die fand ich nicht so gut. Weiß ich nicht. Die hat mich irgendwie gar nicht interessiert. Die ist so ein bisschen vom Gesicht runtergerutscht und die hat mir keine Freude bereitet. Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, dass ich seit ein paar Wochen was anderes teste. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt. Ich habe mittlerweile, probiere ich so ein bisschen effizienter meine Skincare zu machen. Vor allem, wenn ich mit Masken arbeite. War okay. Wartet ab, ich habe was anderes Spannendes für euch die Tage. Hier sind noch zwei Lippenstifte von Jeffree. Trash. Aufgebraucht die Magic Cream in klein. Die hatte ich immer in meinem Rucksack drin. Wirklich, es gibt leider kein Dupe. Ich habe schon mit meinem Labor gesprochen. Ich habe gesagt, Freunde, wir müssen etwas produzieren, was genau so ist. Aber es ist so super, super schwierig. In klein und in groß aufgebraucht. Jeden Cent wert. Die Charlotte Tilbury Magic Reihe, wenn ihr nicht unbedingt jetzt auf Inhaltsstoffe oder so immer achtet, sondern wirklich auf Effekte geht, beste. Einmal Isana feuchte Reinigungstücher, benutze ich immer hier, um die Pinsel und meine Hände sauber zu machen. Und diese Isana Hydrogel Triple Maske, die hat mir ganz gut gefallen, glaube ich, weil die in zwei Teilen kam. Und ich kann ja immer nur bis hier eine Maske tragen, also diese Gesichtsmasken. Und am Bart hält es nicht. Und dann kann ich den Teil, muss ich nicht erst schneiden, kann ich immer auf meinen Hals legen. War gar nicht schlecht. Febreze Textilerfrischer habe ich jetzt eine Weile gebraucht. Habe ich selten benutzt. Meistens im Auto tatsächlich. Ich liebe es, in ein Auto zu steigen. Und das riecht dann so, als wäre es frisch gekauft. Wisst ihr, was ich meine? Und im Auto hatte ich das. Ist jetzt leer. Kaufe ich aber nicht mehr nach. Das ist so ein Produkt, das muss nicht sein. Es sei denn, man hat Tiere, dann hilft das sehr gut. Ein Color and Me ist jetzt leer. Das hatte ich aus der Haarfarbe von, als ich meine Augenbrauen immer blondiert habe. Da war das dann immer dabei und dann habe ich das immer in meine Haare gegeben. Ist okay. Aber das kennt ihr, ne? Wenn ihr euch die Haare aus der Drogerie färbt, so Box-Dye, ist da dabei. Ein High-Intense Nail-Hardener hatte ich auch mal hier von Trended Up. Ich glaube, der war im Adventskalender letztes Jahr. Habe ich aufgebraucht, war ganz gut. Hat aber nicht so lange gehalten. Ich benutze halt keine bunten Nagellacke, sondern wenn dann immer nur was Durchsichtiges, dass die Nägel gestärkt werden. Dafür war es gut und dann hält das natürlich nicht ganz so lange. Ein Augenbrauenrasierer. Größte Empfehlung, Freunde, holt euch in der Drogerie diese Augenbrauenrasierer. Ihr
zieht euch nicht die Haare weg aus den Augenbrauen, sondern ihr könnt sie euch abrasieren und dann habt ihr, wenn in 10 Jahren der Trend wieder anders ist, nicht das Problem, dass die Haare nicht mehr nachwachsen. Es ist ein bisschen aufwendiger, aber es funktioniert. Was ich damit auch immer ganz gerne mache, so diesen Babyflaum im Gesicht, auf der Stirn, auf den Wangen, an den Ohren wegzurasieren, weil das Make-up dann da schöner drauf sitzt. Habe ich immer wieder hier, kaufe ich immer wieder nach. Aber der ist jetzt halt auch nicht mehr so scharf und auch nicht mehr so sauber. Was wegkommt, ist das Fortune Oil von Rituals. Das habe ich zu Weihnachten bekommen. Fand ich gar nicht schlecht. Rituals hat wirklich tolle Gerüche. Das riecht so ein bisschen wie so ein Spa tatsächlich. Es riecht wie ein Besuch im Spa. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Würde ich auch wieder kaufen. Hat so ein bisschen aufgeschäumt und hat die Haut sehr, sehr gut gepflegt. Und das ist halt immer so ein Dufterlebnis. Mag ich gerne. Was jetzt wegkommt, ist die Maybelline Dream Satin Liquid Foundation. Auch die ist jetzt all, benutze ich nicht mehr. Es gibt viel, viel bessere Drogerie-Foundations und ich glaube, die ist jetzt auch dann schon abgelaufen. Ich glaube, die ist jetzt auch schon 2 Jahre alt oder so. Da bin ich mittlerweile vorsichtig, weil ich kümmere mich wirklich so, so gut um meine Haut mittlerweile und ich bin echt zufrieden, wie sie ist. Aber wenn ich dann Produkte benutze, die die Haut kaputt machen, weil sie abgelaufen sind, das ist ein recht spannendes Thema. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Das war in einer Mystery Box mit drin. Und ich weiß nicht, ob es Placebo war oder nicht. Von Hamm Daily Cleanse für Haut und Körper. Reine Algen- und Pflanzenextrakte. Also da ist nichts Chemisches irgendwie drin gewesen. Zink, Selen, Kupfer für die Haut. Habe ich wirklich 30 Tage durchgenommen. Und ich habe, meine ich, eine Veränderung gemerkt. Ich weiß es nicht. Deswegen, ich würde euch auch keine Nahrungsergänzungsmittel empfehlen. Ich sage nur, ich habe es aufgebraucht, ich kam damit zurecht. Würde ich es mir wieder nachkaufen? Ja, wahrscheinlich. Wir nähern uns dem Ende. Was ich leider auch aufgebraucht habe, hat jetzt aber auch Ewigkeiten gehalten, ist von Charlotte Tilbury, die Magic Eye Cream. Super, super reichhaltig. Hat wirklich dafür gesorgt, dass ihr keine trockenen Stellen mehr unterm Auge habt. Habe ich in PR bekommen. Ich würde sie mir selber, bin ich ehrlich mit euch, würde ich sie mir nicht nachkaufen. Ist mir zu teuer. Es ist mir zu teuer. Ich glaube, die kostet auch so 60 Euro. Und das ist mir für eine Augencreme viel zu viel Geld. Aber sie war gut. Ich bin ehrlich. Ich würde sie selber nicht kaufen. Jetzt auch wegkommt, ist von Drunk Elephant das C-Firma Day Serum mit Vitamin C Serum. Das Problem ist, und das haben die selber erkannt, Vitamin C ist nicht so stabil. Und ich glaube, nach ein paar Monaten, korrigiert mich bitte, wenn es falsch ist, dann zerfällt das Vitamin C und hat keine Wirksamkeit mehr, kann sogar kontraproduktiv sein. Und da diese Dinger recht lange eigentlich halten sollten, 6 Monate, aber ich glaube, ab Produktion haben sie es jetzt so gemacht, dass sie die Bestandteile einzeln anliefern und du dir das dann zu Hause anmischst, wenn du es benutzen möchtest. Und das sorgt dafür, dass es viel, viel länger haltbar ist. Fand ich ganz spannend, war aber auch ein sehr, sehr gutes Serum. Man muss nur aufpassen, der Sprühkopf, der spritzt immer so ein bisschen durch die Gegend, dann hast du überall so angetrocknete gelbe Flecken auf dem Fliesen und das sieht immer nicht so schön aus. Aber ich liebe die Farbkombi hier gerade. Was ich aufgebraucht habe, ist von Isana das Lovely Coco. Da bin ich recht schnell durchgekommen. Das Problem hier ist, dass das schäumt nicht so. Das schäumt nicht so. Was ich aber dringend empfehle und auch immer wieder sage, bis es alle auf der ganzen Welt machen, hier steht es mittlerweile sogar drauf, hier aufreisen, unserer Umwelt zuliebe, Folie zum Recyceln entfernen. Wenn ihr das entfernt und den Deckel auch, 3 verschiedene Bestandteile, es sind 3 verschiedene Sorten Plastik, die nicht so zusammen recycelt werden können. In dem Moment, wo ihr sie auseinandernehmt, kann das Ganze recycelt werden. Deswegen macht das bitte. Das ist für euch nur 1 Sekunde Arbeit, aber für die Schildkröte ist es das ganze Leben. Pinky Promise, die habe ich jetzt hier auch drauf. Ich probiere gerade auch alle Lashes aufzubrauchen, die ich habe, außer meine eigenen. Weil wenn wir umziehen, ich zwar mehr Platz für meine Schminksammlung habe, ich aber mittlerweile gezielter Produkte haben möchte. Die gibt es leider nicht mehr. Und deswegen dachte ich mir, ich benutze die jetzt noch. Ich glaube, ich habe jetzt das 6. Mal oder so drauf. Ne? Irgendwann ist dann auch mal Schluss. Aber Ellie hat eine fantastische Kollektion rausgebracht. Und zu guter Letzt, Freunde, wirklich das enttäuschendste Produkt diesen Monats. Das war hier das von Garnier, das Micellenwasser Skin Active mit Vitamin C. Müde, unebenmäßige Haut. Ich benutze immer das Blaue. Enttäuscht mich nie. Kaufe ich immer wieder nach. Fantastisch gut.
das war Trash. Das hat nichts entfernt. Das hat, also wasserfestes Make-up hat es nicht entfernt. Das hat keine Eyeliner entfernt. Das hat keine Klebereste entfernt. Was ich damit gemacht habe, um es aufzubrauchen, ist, ich habe mein Merkwürfel beim Multitool genommen, habe mich damit sauber gemacht und dann habe ich das ausgewaschen und bin hiermit nochmal über mein Gesicht gegangen, um so den Rest abzunehmen. Also so ein Triple Cleanse, wenn es mal schnell gehen muss. Hat mich wirklich maßlos enttäuscht. Würde ich mir definitiv nicht wieder nachkaufen. Ohne Abwaschen steht sogar drauf. Finde ich grob. Furchtbar hohe Verträglichkeit hatte ich tatsächlich nicht. Es hat tierisch gebrannt in den Augen und auch so gebitzelt auf der Haut. War leider nichts für mich. Deswegen goodbye. Wow. Wieder eine dicke, fette Tüte voll mit Müll. Ich bin super gespannt, was ihr diesen Monat oder in diesem Zeitraum aufgebraucht habt. Schreibt es mir unbedingt gerne in die Kommentare. Ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam in so ein neues Kapitel gehen in Sachen YouTube-Studio. Und ich werde es hier ein bisschen vermissen. Es ist ja auch noch wirklich lange Zeit, ne? Aber ich bin ganz aufgeregt und ich wollte es euch persönlich nochmal sagen. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.